jetzt die Opfer vornehmen. Die Klinge war 18 cm lang. Die gleiche Waffe, mit der Zhao Yunfeng getötet wurde. Warum hat sich Chan Baiköyung vor dem Tempel absetzen lassen und ein Grab besucht? Ganz schön dumm, so hat der Wong Meng die Chance gegeben, ihn zu vergiften. Vielleicht gab's ja was Wichtigeres. Die Tür war von innen verriegelt. Die konnte man von draußen aufbrechen. Die zwei müssen sich hier drin also gegenseitig umgebracht haben. Die Spurensicherung war sorgfältig. Es wurde nichts gefunden. Ich hätte es vielleicht genauso gemacht, an seiner Stelle.